Musst du aber auch so, immer so ein bisschen noch an der Hand halten, irgendwie. Der ist. Ja, wenn du mal Straße gehst und ist rot, der wird einfach drüber laufen. Nicht immer diese Dämonen weghauen. Auch selber sterben. Der Greed, der braucht ein bisschen Jarak im Nacken. Ja. Ja. Wir lassen die türkische Kultur mit einfließen. Sind wir noch am Leveln jetzt, Sipia? Klar. Nice. Ich will euch ja nicht allein lassen. Mach mal, ich hab jetzt 41 keinen Bock mehr. Gleich, wenn wir alle 41 geworden sind. Willst du eine willst eine Zuhälterschelle, sagst du? Warte mal, warst du da gestern noch bei? Nee, ne? Was denn? Hinterher kam noch so einer so. Wir haben mit einem gezockt. Und dann hat der Musa so, einfach so, weil der dachte, der kann nur Englisch, weißt du? Nur Missgeburt geschrieben oder nur Hurensohn oder so. Ja. Und der konnte auf einmal Deutsch. Und das hätte man sehen müssen, weil der hieß Agrohähnchen. Alter. Das ist ja doof, ne? Wie der dann so, das Agrohähnchen dann so, ey, komm nach Hamburg, ey. Wohnst du in Hamburg? Ey, lass mal treffen. Ey, lass mal treffen hier. Gerne auf Fressau, ey, mir ist League of Legends voll langweilig. Ja, lass mal treffen hier. Ein bisschen Kaffee trinken oder so. Lass mal in Rauchen gehen, ja. Lass mal zusammen ins Kino. Mir ist langweilig. Ich hab keine Freunde. So wie ich immer, ne? Jedes Mal, ich hab irgendwie 40 Leute in der Liste in League of Legends und dann fragt mich jemand, wenn ich mit dem Duo oder so mache oder ganz normal Normal Spiel, kannst du irgendwen einladen? Ich hab keine Freunde. Ja. Weil du immer alle löscht? Nö. Weil da war ja auch Lea so sprachlos, so wie, du hast mich gelöscht. Ja, ich schreibe dir kaum noch. In Skype. Ja. Ich habe einfach jeden gelöscht, mit dem ich keinen Kontakt so wirklich habe. Ja. Und nur alle, weiß ich nicht, alle 5 Tage mal, hi, wie geht's, eine Runde League of Legends spielen oder so. Wo bist du, Pierre? Ja, ich gehe gerade zurück, scannen und so. Dazu? Ja, ich will nicht weiter vorleveln, falls wir weiter zusammen leveln, weißt du? Ja, ich 41 ist jetzt Pause, Mann. Ja. Nein, ich meine... Komm, du erst mal 41. Es ist ja nur noch ein Level, habt ihr ja bald. Also bei mir ist alles nur 20%. Und Ridus? War noch 40% bis hier, 40. Boah. German Shadow sucht nach neuen aktiven Mitgliedern. Ja, ich merke nicht mal bei uns Thema, Alter. Ich war in der Gilde. Ja? Bei Weber, ja. Bei German Shadows? Ja. Ich habe letztens mit einem von denen gezockt, zusammen. Wie hieß der? Weiß ich nicht, ist mir... Merke ich mir doch nicht, jetzt mal ehrlich. Unwichtig, hey, ne? Aber solange die nicht Spikes heißen oder Sir Pyron sind ja unwichtig. Das war nur lustig, weißt du? Er schreibt mich so an, er so, ey, wartest du auf den großen Mob hier so, bla? Ich so, ja. Ich so, ach so, warum weißt du eigentlich, dass ich Deutsch bin? Er so, lol. Ich so, wie lol? Und dann check ich erstmal, dass ich ja in der Gilde bin, deutsche Gilde. Hab ich mir auch wieder Facepalm. Ja, das Geile ist, ja, wir hatten ja mit Pierre, also ich und Mike, hatten ja eine Aufnahme mit Pierre gehabt, ne? Oh. Da hattest du, weiß ich nicht mal 100 Abonnenten, glaube ich. Yo. Keine Ahnung. Und dann spiele ich am nächsten Tag Digimon, also nachdem du die Folgen hochgeladen hast. Und da erkenne ich eiskalt 2 Leute wieder. Ja. Meinte, ich kenne dich von Sir Pyron. Ja, nice. Ja, ich war wieder so keine Sau, so wirklich Digimon. Was? Wenn dich von 100 Leuten direkt 2 wiedererkennen, da. Jo. Ist schon und cool, man die, ne, hier trifft, ist das schon eine kleine so Welt. Mittlerweile gewöhne ich mich dran. Also ich bin schon dran gewöhnt, dass ich, wenn ich online gehe, einfach nur zugespammt werde von allen. Und ich find's auch okay, ich antworte auch jedem. Irgendwie freut man sich doch auch, ne? Wenn man natürlich, Alter. Weißt du, André, wie happy warst du, als der eine geschrieben hat, dass er dein Deponia-Let's Play guckt? Ja, weißt sicher. Du noch? Ich hatte einen feuchten Tröpfchen in der Hose. Ja, ist wirklich so, man freut sich. Also ey, ihr könnt mich immer anschreiben, ganz ehrlich. Selbst wenn ich gerade was am Machen bin. Wenn ich nicht antworte, bin ich gerade in der Aufnahme, ansonsten kriegt ihr immer irgendwas zurück. Deswegen. Ja, auf jeden Fall ist Facebook die beste Methode. Für mich jedenfalls. Ja, finde ich auch. Also, genau. Like die Greed LP. Ne, warte, das nee, ich ist. Ich hab eine Dingens normale Seite. Ja, ihr könnt. Bin ich so like geil wie du. Greed LP eine Freundesanfrage schicken. Ja, das sind meine Freunde. Wenn man so machen kann. Bei mir könnt ihr, geht auf facebook.com/SirPyronLP, da könnt ihr die Seite liken. Alle neuen Updates, News und all so ein Scheiß zu meinem Kanal. Seht ihr dann da? Komm, eine Woche später.
Weil das vergisst du nicht online zu stellen. Ja, ich schreibe nicht täglich. Kann ich gar nicht, Alter. So viel Zeit habe ich gar nicht mit den ganzen Let's Plays und so. Ich muss ja aufnehmen. Dann muss ich die Videos bearbeiten und hochladen. Und nebenbei muss ich dann wieder aufnehmen und dann Fragen beantworten, mich um die Gilde irgendwie noch kümmern. Ja, ich bin froh, dass ich jetzt im Moment Robin und Marcy drin habe, die für mich, Gruß an euch, Gruß, die für mich die Gilde leiten. Ja, aber die haben wir heute gesehen, ne? Die haben wir ja schon in den Anfangsfolgen gesagt, aber kann man jetzt nochmal sagen, Dankeschön nochmal, ne, für die Beastarter. Ja, genau. Ohne das hätte es ein bisschen länger gedauert. Ja, dann wären wir jetzt immer noch am Suchen wahrscheinlich oder am Fahren. Vielleicht. Es gibt ja kaum Beastarter hier, ey. Ich meine, gut, ja, jetzt haben wir die zusammengefarmt, ne, aber wir hätten dann nicht gefarmt in der Zeit, wir hätten gesucht. Ja. In Shops gesucht hätten wir. Und wieder Geld ausgegeben, unnötig und so, deswegen Dankeschön an euch. Danke auch wieder an Sly, ne? Für das Geld. Kann ich, ja, ey, ganz ehrlich, ich bin die letzten Tage echt auf nichts rumgekrebst. Dankeschön an alle. Danke an Joymax für das Spiel. Jo. Ja. Peace, Joymax. Du weißt, ich bedanke mich bei meinen Freunden, bei meiner Familie, dass ihr mich immer so unterstützt habt. Danke an Mami und Papi. Ach, genau. Ich habe noch eine Frage. Wie sieht eure Familie das oder eure Freunde? Wissen die, dass ihr sowas bei YouTube macht und was halten die davon? Ja, meine Mutter, die findet das ziemlich cool. Die guckt auch ab und zu mal die Videos. Ja. Ja, ein, zwei Klicks kriege ich dadurch mehr, das ist ganz gut. Was bei dir? Nein, meine Schwestern, die cool, die finden das auch ziemlich cool. Nee, ich halte das so getrennt. Also, die wissen es nicht, oder? Wissen die es schon, aber. Nee, weiß keiner, den ich im Echt kenne. Außer also, mein bester Freund. Ach so. Und was hält der davon? Keine Ahnung, der guckt sich die Videos an. Ja. Also, ja, cool. Für den auf jeden Fall. Ja, bei mir ist es so, Family weiß es. Mein Bruder, meine Sis, die verstehen das auch, die finden das auch ganz nice und so, gucken hin und wieder die Videos, obwohl die Spiele nicht mögen. Meine Eltern, mein Vater versteht das zum Beispiel auch, meine Mutter weiß auch, die wissen, was ich mache, die stehen natürlich voll hinter mir, aber im Endeffekt interessiert es die nicht. Ja genau, ich finde auch so, dieses ganze, erzählt ihr das euren Eltern, aber warum sollte man es nicht? Hallo, das ist ein Hobby, was man macht so und genau. Warum nicht? Weißt du, manche gehen raus Fußball spielen, ja, ich zock hier. Genau. Das und nimm das auf, hallo? Da ich meine ganze Kohle fast in die Games stecke und auch nur in meinen PC und so, sollen die auch wissen, wie das Ganze aussieht und so. Deswegen. Ja, aber damit manche die keine Fragen stellen. Manche ja, natürlich. Tolerieren das nicht so. Ja, ja, klar. Also, die sagen dann, was machst du da, du scheiß du Kack? Schwein, du Weimun. Du scheiß Ausländer. Du scheiß Ausländer. Selbst die Eltern. Nee, aber ja, klar. Verstehe ich. Am Anfang, meine Eltern waren auch total skeptisch. Wie, YouTube-Videos? Was ist YouTube? Man soll doch nicht alles von sich öffentlich stellen. Ich so, Alter, chill mal, Digga. Alles, hast du gesagt, chill mal, Digga? Chill, ja, ich sag chill wirklich, Digga. Chill mal, Digga. Wir haben so, bei meinen Eltern und mir ist das so freundschaftliche Basis, mehr so, weißt du? Ja gut, aber ich sag zu meiner Mutter nicht, chill mal, Digga. Ja, kann ich machen. Chill mal, Alter. Natürlich sag ich nicht, Digga, aber ich sag, chill mal. Das ist einfach ein cooles Verhältnis, aber darauf brauchen wir jetzt nicht weiter eingehen. Auf jeden Fall, die verstehen das, stehen voll hinter mir. Aber es interessiert die nicht wirklich. Ganz ehrlich. Die nicken das ab und so, sagen, ja, ist cool, mach ruhig weiter so. Also ich hab damit brauchst, ja eigentlich kein Problem, ne? Ich wohne ja alleine, also. Wenn du was brauchst, sag einfach Bescheid oder so. Die wissen auch, wenn ich aufnehme, hier Tabu und so. Ja. Mich soll auch keiner anrufen oder so währenddessen. Freunde und so wissen auch Bescheid. Die meisten finden das richtig cool. Aber ich denke, das ist auch die Generation jetzt mittlerweile. Das Ganze, man sieht ja dieses ganze Last Man Standing 2 wird sogar im Fernsehen Werbung gemacht und sowas. Das soll auf Pro7 Max kommen. Last Man Standing. Ja, finde ich gut. Hab ich gehört. Ja, das soll mal weiter Wellen schlagen. Bam, Level 41, nice. Ja. Das Problem mittlerweile, finde ich, ist, es gibt viel zu viele Let's Player. Viel zu viele. Wir sind ein Teil davon. Und dann so, die richtigen, die guten, wirklich, die sich Mühe geben, weil jetzt mal abgesehen davon, dass ich jetzt ein gutes Spiel oder so gefunden habe, im Gegensatz zu Atzi gebe ich mir nur einen Pups Mühe und habe trotzdem mehr Aufrufe und so. Es ist schon ein bisschen schade, finde ich. Also ja. Atzi gibt sich richtig Mühe. Kann mir keiner. Ich kenne kaum einen, der so viel Arbeit da reinsteckt. Jo, das ist wahr. Also das Schlimme ist, er kann zurzeit nicht hochladen, aber nimmt ohne Ende auf. Ja. Der hat schon wieder ein komplettes Spiel aufgenommen. Ja.
Wie gesagt, der gibt sich halt wirklich richtig krasse Mühe. Der bearbeitet alles, der baut Jo. Effekte ein, Sounds und all so ein Scheiß, was nur nicht mal große YouTuber machen, weißt Nicht so wie bei deinen Videos, wo man einfach mitten im Satz mal du? aufhört. Ja, nee, ich cutte das halt so, wie ich Bock hab. Also bei Wo mir, das ich hab. Telefon klingelt und du dich rangehst. Ich gehe eh nie ans Telefon. Ich habe ein Telefon direkt hier stehen. Wenn es klingelt, gehe ich nicht ran. Das ist einfach so. Das Telefon ist nur dafür da, dass wenn ich jemanden anrufen will, weißt du? Ich bin doch keine Sekretärin, Alter. Die irgendwelche. Die 90%, ach, was? 99%, die da anrufen, sind eh nicht für mich. Mein Ja, ist Happy bei ist mir auch happy so. gerade. Pia, ich komme jetzt zu dir, ne? Bis das, kann das sein? Jo, ich stehe die ganze Zeit rum, aber ich Nice. hoffe, das macht euch nichts aus, Leute. Ich bin halt schon fertig Es und. ist Digimon, ja. Digimon Masters Online. Ja, da Weißt reicht vom du? Stehen Digimon aus. Masters Da Online. ist immer dasselbe. Es ist Jedes Mal. natürlich ist es immer dasselbe, aber man will halt auch sehen, wie die Digitation sich verändern und so. Ja, klar. Apropos, kann ich jetzt mal zeigen. Ich habe ja jetzt hier meinen. Ach, Scheiße. 692 Attack hat er auf Mega. Ist nicht schlecht, ist auf jeden Fall besser als Scheiß Renamon. Ich schau mal, was ich habe. Als Mega hat mein Kirubimon, hat es, warte mal. Kirubimon? Ja. Wo steht das überhaupt? Ability da. 689 Attack. Ich bin Ja, nochmal ich bin bei gekommen. 692. Aber hat auch noch Stark. nur 6er Enchant, ne? Nicht 7er. Schade. Greed, du bist ja immer. Was ist los mit dir? Ja, Warum? ich mache Der ist irgendwie doch später viermal weiter. gestorben. Der Ach verdient doch so, hier. Der hat doch ja. die ganzen Experience verloren. So kommen wir nicht voran. Alles klar. Ja. Habt ihr noch ein paar abschließende Worte? Wollt ihr Warte, irgendwas warte, warte. loswerden? Ich will zu dir Ja, kommen, vorher. ich will kurz meinen Black Wargreymon zeigen. Alles klar. Bevor ich Bevor sterbe. wir die Aufnahme beenden, will ich nochmal eben kurz unser Sam, da könnt ihr abschließendes, sehen. schönes Bild machen. Moment, Moment. Ich bin gleich da. Da seht ihr Chaos Greymon. Beziehungsweise Nice. War Black War Greymon. Nice. Da seht ihr Welche I dritte Love Seite? Spawn. Channel 4? So, ich kann mich ja schon mal so einigermaßen verabschieden. Hier könnt ihr Kerubimon sehen, habt ihr aber bei mir schon auf dem Channel gesehen. Also alle Leute, Das, die bei mir zusehen. Alter, du Wichser. Ist geil, ne? Ja, egal. Ich würde sagen, ich mache jetzt auch dann Ende. Habt ihr irgendwas Abschließendes? Wollt ihr irgendwas noch sagen? Kurz Promo machen oder so für euch? Warum Promo? Wenn dir das gefallen hat, können Sie ja vorbeischauen, wenn nicht. Genau. Ist auch nicht schlimm. Alle Eure Meinung Links, alle in Richtung. Links. Greed LP findet ihr unten in der Beschreibung oder in der Abo-Box, genau wie Shuichi LP unten in der Beschreibung oder Abo-Box. Was die spielen, haben sie gesagt. Was deren nächsten Projekte sind, haben sie auch so einigermaßen rausgehauen. Ich danke euch natürlich, dass ihr mit mir das Let's Play gemacht habt. Hat übelst Bitte viel Spaß schön. gemacht. Hoffentlich machen wir das auf jeden Fall noch öfter. Ja, wir Ich wollen ja danke euch. weiterkommen. Ich danke euch fürs Zusehen, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Daumen nach oben, wenn es Spaß gemacht Und hat. Daumen nach unten, wenn es Daumen nach nicht unten, wenn Spaß es gemacht Spaß hat. gemacht hat. Immer gut. Geht low. Ja, ihr wisst Bescheid. Gefallen, nicht gefallen, das kennt ihr ja alles schon bei mir. Abonniert die beiden, wenn es euch gefällt. Zieht euch die Videos rein. Wir sehen uns in den nächsten Folgen. Auf Bis dahin, viel Spaß noch. jeden Fall. Bei mir auch, also falls ihr die Leute abonnieren wollt, Links bestehen in der Beschreibung und falls euch das jetzt wieder gefallen hat, könnt ihr es in die Kommentare schreiben und das war's. Jo. Jo. Alles klar, bei Nicht allen gut, zu dasselbe. wenige, Viel also. Spaß noch. Bis dahin. Jetzt Tschüssi. raus rein, ciao.